Schon wieder Speisequark, 18 Jahre abgelaufen. August 2006. Das gibt's ja nicht, oder? Ich weiß nicht, woher die kommen, aber es ist schon wieder ein Speisequark mit 18 Jahre Ablaufdatum. Hallo und Servus auf meinem YouTube-Kanal. Abgelaufene Lebensmittel essen, hier wohl eher weniger. Ich hatte ja letztens schon einen Speisequark, genau das gleiche Produkt. 18 Jahre abgelaufen. Jetzt habe ich nochmal einen entdeckt. Irgendwas stimmt doch da nicht, oder? Naja, keine Sorge. Schon langsam wird es lichter in diesem Kühlschrank. Man sieht zumindest schon mal ein Licht am Ende des Tunnels. Ne? Okay. Also, den jetzt einfach zu nehmen und wegzuschmeißen, wäre natürlich Wahnsinn, wenn man schon mal die Gelegenheit hat, 18 Jahre abgelaufene Speisequark unter die Lupe nehmen zu können. Ne? Ob man essen kann, ich weiß nicht. Also wenn kein Schimmel, wenn er schneeweiß ist, ne, dann würde ich vielleicht doch ein Gäbelchen testen. Aber wenn er wieder wie Schokoladenpudding mit Pickel ausschaut, wie der vorherige, dann Finger weg. Das ist klar. Ne? Im Grunde genommen, ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar, ich drehe den jetzt um, weil hier ist nämlich die Aluminiumfolie zwar auch schon leicht oxidiert, aber ich glaube, da läuft noch nichts aus wie beim anderen. Ne? Jetzt drehe ich mal um und dann sieht man hier in der Kamera das Datum. Ne? Hier steht 0806. Punkt. Ne? 8.2006. Oder täusche ich mich? Oder heißt das 8. Juni? Aber da würde ja keine Jahreszahl dabei stehen, ne? Weil 1944 kann es ja nicht sein. Oder 2044 auch nicht. Ne? Also wurde hier die Jahreszahl vergessen oder heißt der 8. dann August 2006? Ne? Ich weiß nicht, ob ihr da mehr wisst als ich. Wie eventuell könnte man natürlich auch bei K-Classic Kaufland aufgrund des Strichcodes vielleicht da auch nachfragen. Ich weiß nicht, ich wäre euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr da eine Aufklärung mir gegenüber geben könntet, ob ich überhaupt richtig liege mit 18 Jahren Ablaufdatum. Ne? Nicht, dass ich hier einen Quatsch erzähle, das täte mir nämlich wahnsinnig leid. Ne? Aber trotzdem, abgelaufen ist natürlich abgelaufen. Und ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, die Etiketten schauen auch mittlerweile auch anders aus, oder? Die sind nicht mehr so blau wie früher, sondern die sind jetzt eher weiß-schwarz, oder? Egal. Also machen wir mal auf den Speisequark. Oh. Also von der Seite, naja, schwer zu sagen. Machen wir auf. Ne? Fakten. Jetzt bin ich in einer Bredouille. Hier schaut nichts aus nach Schokoladenpudding mit Pickel und kein Alien. Nachgeburt nichts, nee. Hier ist ein weißer Quark drin. Was soll ich jetzt tun? Verlassen wir uns mal auf den Zinken, auf die Nase. Geruchstest. Schaut euch das an. Das gibt's ja nicht, oder? Hallo? Der riecht ganz normal, wie ein normaler Quark. Hier? Hier ist nichts getürkt. Nichts. Beschissen. Nichts. Das ist Wahnsinn, das gibt's doch nicht. Da ist nichts schwarz oder so wie beim letzten. Ne, das war genau die gleiche Charge anscheinend, ne? Weil das Datum genau identisch war. Ne? Und die waren im selben Kühlschrank. Die Kühlkette wurde nicht unterbrochen, vielleicht liegt es dann doch am Deckel, wenn der irgendwie ein Loch reinbekommt durch Oxidation, dass dann doch Luft reinkommt und Bakterien. Aber ich weiß es nicht.
18 Jahre Milchprodukte abgelaufen. Soll ich jetzt mit der Gabel hier was essen? Ich muss es fast tun. Ich weiß, dass ich es tun muss, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich deswegen irgendwie im Krankenhaus lande. Stechen wir mal rein, ne? So. Cremig ist er noch. Ich meine, das ist kein Magerquark, sondern der hat 20% Fettanteil. Ne? Schaut genauso aus, als wenn er wahrscheinlich frisch abgefüllt worden wäre. Ne? Komisch, ich verstehe die Welt nicht mehr. Manchmal versteht man die Sachen nicht mehr so. Machen wir mal ein bisschen. Er schmeckt gescheit fettig. So, das ist aber dann nicht Schluss. Mehr traue ich mich nicht, weil ich nicht weiß. Ich sag's mal so. Und das muss man hier tatsächlich sagen. Wenn dieses Ablaufdatum nicht draufstehen würde, sondern draufstehen würde, er ist noch 3 Monate haltbar, dann würde man das hier jetzt zum Kuchenbacken verwenden, zum Beispiel Käsekuchen oder irgend sowas, ne? Würde man verwenden, und ich bin mir zu 100% sicher, sagen wir mal lieber 99,9%, dass keiner der Kuchenesser hier irgendwie Probleme bekommen würde, sondern man würde für den Kuchen sogar noch Lob erhalten, weil sie sagen, Mensch, heute ist ja besonders gut gelungen. Ne? Es ist nur dieser Plastikgeschmack wie beim, wo war der, bei dem 5 Jahre abgelaufenen und 4,5 Jahre abgelaufenen, war dieser Kunststoffgeschmack. Moment, was ist das? So. War dieser Kunststoffgeschmack so extrem durch den Joghurtbecher. Hier schmeckt man zwar auch den Becher hier, ne? Also den Kunststoff schmeckt man unweigerlich. Vom Aluminium schmeckt man überhaupt nichts. Und hier ist nichts verfault, hier ist nichts irgendwie, also es ist Wahnsinn. Das ist der älteste Quark, den ich jemals gegessen habe. Ich, also vor lauter Euphorie, muss ich jetzt doch nochmal kosten, aber nicht zu viel. Wie gesagt, ich wurde schon mal getadelt in Kommentaren, deswegen vermutlich irgendwelche Lebensmittel, Spezialisten, nehme ich mal an, ne, die in Labors arbeiten, weil es gibt ja auch Gefahren an Bakterien, die man nicht sieht, nicht riecht und nicht schmeckt. Gibt's, ne? Und daher empfehle ich, das hier nicht nachzumachen. Ja, irgendwelche Krümel im Mund, ich weiß auch nicht, woher die kommen. Ne? So, mit. So, also, herein damit. Jetzt muss aber Schluss sein. Ich bin auch am Überlegen, sollte ich nicht vielleicht ein Schnäpschen danach trinken? Ich möchte nicht für Alkohol werben, aber zwecks der Sterilisation im Körper, Abtötung von Keimen. Ne? Aber im Großen und Ganzen, er schmeckt so wie er muss, aber man graust sich halt davor. Ne? Das Ekelgefühl ist da, aber wie? 18 Jahre Speisequark, das gibt's doch nicht. Ne? Da, wenn man sagt, okay, Parmesan oftmals, wenn er 6 Jahre alt ist, ist er sauteuer, ne? Und der hier wäre 18, muss ich doch einmal die Sache nach, also machen wir zu den Deckel, okay? Also nochmal anschauen hier. Es ist auch am Boden nichts, ne? Man sieht es hier, schaut es her.
wäre jetzt der Wahnsinn, wenn unten am Boden eine riesen schwarze Schimmelschicht wäre. Dann würde ich sofort Toilettengang. Ne, sofort. Toilettengang und Finger in den Gaumen. Aber hier ist das halt nicht der Fall, aber er wird trotzdem entsorgt. Nein, nein, den können wir nicht komplett wegessen, das geht nicht. Nee, das ist lebensmüde braucht man deswegen nicht sein, aber man kann testen, aber irgendwo sind auch Grenzen. 18 Jahre abgelaufenes Milchprodukt. Ne? So. Aber gut, hat er ausgehalten. Bei The Walking Dead hätte man ihn gegessen, aber 18 Jahre lang geht er The Walking Dead überhaupt nicht von der Zeitachse. Okay, also. Quark, 18 Jahre abgeschlossen. Ich hoffe, das Video hat euch gut unterhalten. Und mich hat es schon gut unterhalten. Wirklich. Das ist eine Erfahrung. Es gibt es nicht alle Tage, weil wenn ich das beabsichtigt hätte, hätte ich ja vor 18 Jahren den Quark schon beiseite stellen müssen. Ne? Aber vor 18 Jahren gab es ja, doch, da gab es YouTube schon. Ja, okay, also. Bleibt gesund, meine lieben Freunde. Danke fürs Zuschauen und das nächste Video wird eine sehr, sehr interessante Sache. Auch wieder ein Milchprodukt und auch ebenfalls sehr, sehr alt. Aber ich bin mir sicher, ich glaube, ich reiß mein Maul nicht zu frech auf. Nein, ich sag nichts drüber. Abwarten. Nächstes Video. Macht es gut. Servus und ciao.